Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Männerlords. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Kampf wiedergeführt. Banditen wollten uns überfallen, 4 Stück diesmal. Und wir haben sie mit unseren 2 Bogenschützentrupps und einem Speertrupp aufhalten können, auch wenn wir schwerwiegende Verluste hatten in dem Fall. Aber wir haben es geschafft. Wir haben aber auch mittlerweile hier einen Kollegen, der sich hier drum kümmern soll. Wo ist er denn? Ist er der hier? Ja. Er soll uns mittlerweile mit Leinen ein paar Rüstungsteile machen. Hierzu haben wir hier hinten die Weberei gemacht, aber dafür haben wir noch keine Mitarbeiter. Deswegen bauen wir gerade unser Dorf ein bisschen aus, auch wenn die Nahrung schon wieder sehr, sehr knapp wird. Und ich hoffe, dass wir das doch bald rumkriegen. Die Felder sind auch schon bestellt und sollten 3? Und sollten hoffentlich nächstes Jahr ein bisschen wieder an Ertrag bringen. Also 100 sollten wir wenigstens rankriegen. Er hier ist immer noch nicht fertig geerntet und er so oder so nicht. Deswegen die Hoffnung ist, dass unser Ofen jetzt dann schön anfängt zu arbeiten. Weil wir haben so viel auf Lager. Jetzt haben wir auch viel Brennholz wieder. Wolle haben wir und alles schon. Wir müssten halt langsam anfangen. Seitenwaffen haben wir jetzt auch. Das bedeutet, ihr könnt eigentlich langsam mal ausgebaut werden, oder? Was waren denn eure Anforderungen? Das sind Speere und Schilder, davon habe ich Tonnen. Ich könnte doch bestimmt jetzt dann die hier auch in den Dienst rufen. Jetzt haben wir ja schon Januar. Und irgendwie das Gefühl sind meine Jäger so das absolut Nutzlose. Ich verstehe es nicht. Ist da irgendwas verbuggt? Ist da irgendwas falsch? Andere Frage. Ich kann doch mittlerweile gleich ein neues Dorf machen, oder? Wie ist denn das? Kostet 2,50. Könnte ich mir leisten. Hier so schön an der Straße. Ein kleines Dorf. Anfangen zu erweitern. Problem ist, ich habe nicht die Ressourcen, um die zu unterstützen aktuell. Ich habe genug Probleme hier aktuell noch. Die Meinung ist nicht so gut, dass ich mir das leisten könnte. Ich müsste die Besteuerung vielleicht noch ein bisschen weiter senken. Aktuell kann ich es mir einfach nicht leisten. Der Brunnen hier ist auch fertig, oder den können sie auch nutzen. Aus Beeren können wir Farbstoff machen. Dafür bräuchte ich viele Beeren. Und das wäre eine Melzerei. Daraus könnte ich herzustellen. Der Vorrat an muss einmal pro Monat aufgefüllt werden. Das Gerstemalz machen. Wäre schön. Ich sag euch, das wäre schön. Aber ich kann es mir immer noch nicht leisten. Vielleicht doch mal ein Bienenhaus auch. Und vielleicht hier hinten doch einen kleinen Förster auch wieder dazu. Das könnte schon was werden. Zwei Monate Nahrung. Backst du noch? Nee, ne? Du hast nichts mehr. Betet, dass wir das überleben. Unsere Jäger sind inkompetent, weil die laufen auch immer noch überall rum. Außer da, wo ich ihn aufgebe, wenn ich gucke. Kein Wild im Jagdbereich erreicht. So, das mag ich jetzt nochmal hören, bitte. Euer Jagdbereich ist hier. Weißt du was? Weißt du was? Boah, das macht mich schon wieder stinkig gerade, ne? Unbegrenzt. Nach Info ist das Jagdgebiet das hier. Zeigt mir, dass ich lüge. Haben wir nicht noch einen Jäger gebaut gehabt? Hier irgendwo um die Ecke. Brennholzhütte. Hatte ich nicht zum Beweisen irgendwo noch eine Jagdhütte hingebaut? Ich habe gedacht, ich hätte noch eine gebaut. Aber dann wohl nicht.
Boah, die Aussage macht mich gerade stinkig. Na, schau, wir haben wieder zwei Familien. Jetzt könnte ich eine hier zum Beispiel einstellen. Wenn wir hoffentlich dann bald wieder ein paar dazu kriegen, können die vielleicht auch bald ein paar. Jetzt muss man die Schatzkammer bezahlen. Die sind mittlerweile aber auch böse teuer. Ach was, meine Nahrung geht zur Neige. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Weil irgendwie wird ja mein Wild nicht gesammelt. Das ist so frech mit dieser königlichen Steuer, ne? Ah, jawohl. Also für die Nahrung ist es nicht gut, aber meine Hoffnung ist immer noch da, dass wir relativ bald anfangen können, die Felder zu machen. Hä? Das haben wir doch bestellt gehabt. Was ist das denn? Das Feld hatten wir doch. Und wo sind die Ochsen? Oder ist das bloß überarbeiten? Weil es so lang stand, weil sie sind relativ flott. Das muss man ihnen natürlich lassen. Du kriegst den kompletten. Was kann ich noch sagen? Ich würde mal gerne unseren Förstern zuschauen. Die fangen da ganz hinten an. Auch nicht schlecht. So, jetzt holen wir uns wieder unsere Beeren. Die wir echt gut brauchen können. Warum nehmt ihr nicht die Ochsen, die ich euch gegeben habe? Ich habe euch extra Ochsen zugewiesen. Und ihr macht es immer noch per Hand. Ich verstehe es nicht. Hä, seit wann seid denn ihr so frei? So, würde mich interessieren. Achso, ihr habt gar keine. Warum backen die? Die backen doch. Guck mal, ich kann das nicht lang genug offen. Ich kann es einfach nicht offen lassen. Ich kann es nicht offen lassen. Das finde ich interessant. Ach, schau mal, wo zur Hölle jagen die? Der jagt hier hinten. Da. Da. Was soll denn das jetzt? Ja, ich weiß, dass ich Nahrung wenig habe. Eventuell, weil meine Jäger ins andere Kapitel der Weltgeschichte laufen. So, es gibt 33. Das hier gibt 73, 62. Sollte ein guter Ertrag werden. Warum nutzen die nicht die Ochsen? So, ich tue jetzt noch einen hier in den. Stehen sie schon des Flachs? Haben wir jetzt immerhin schon mal die Verarbeitung davon hier drin? Nee, ne? Ist es dann schon mal in dem Gebäude drin, dass es was benötigt? Hä? Nein. Machst du irgendwas? Transportiert. Wir haben eine Wolle drin. Immerhin etwas. So, jetzt könnt ihr das auch nochmal. Bin gespannt, was das geben wird am Ende. Das hier liegt schon bei 77. Ich
hoffe halt, wenn der Ochse von Anfang an ist, dass das Feld um einiges besser geht zum Anpflanzen, ne? Also wäre meine Hoffnung. Hier Flachs 0%. 35, 33, 61, 17. Ich brauche Feldwechsel eigentlich, aber ich habe nicht genug aktuell. Interessant wäre auch zu wissen, was? So mal fürs Erste. Dieses Lagerhaus muss ich echt drum kümmern. Das wird echt nicht besser. Das wird absolut nicht besser. Warte, ich habe irgendeine Nachricht auf YouTube bekommen. Ah. The Crust, das Video hat wieder mal ein bisschen... nennen wir es Erregung erzeugt wieder beim YouTube-Algorithmus. So das Typische halt, ne? Irgendwie mittlerweile so das Typische. So. Die verschwinden zwischendurch einfach. Ich hatte doch gerade noch einen. Wo sind die hin? Hä? Also ich glaube, ich kann mittlerweile auch die Zeit... Werkzeuge habe ich 600 auf Lager. Schauen wir, wir setzen mal die Brennstoffreserven hoch, weil... Ach, höher als 12 geht gar nicht. Was bauen wir denn als nächstes? Weil Jäger bringt sie ja nichts. Das ist halt echt die Frage, was mache ich? Bautrupp ist eigentlich auch nicht schlecht zu haben, ne? Ah, jetzt haben wir eine zweite Familie noch hier drin. Einer davon kommt wieder zu unserem Bauern. Weil die Bauern sind so die wichtigsten mittlerweile, habe ich das Gefühl. Und wir werden trotzdem hier überall anfangen, dass wir die verschiedensten Sachen drin halten. Was ich gerne hier drüben probieren würde. Mal wirklich ein großes Gelände. Von hier bis hier. Sowas. Oder machen wir zwei draus. Nein, dann hat es nicht mal ein Limit. Das kriegt 9. 9, 33, 62, 64, 80. Warum schreibt er 80 von 0? Das macht mir schon wieder Sorgen, wisst ihr das? Oh, ich krieg schon wieder Panik. Das ist ungut. Gleichzeitig werde ich ein bisschen Straßen wieder errichten, weil ich würde jetzt gerne genau... Straße hier so lang. Die einfach so ein bisschen. So daran schmiegt. Und dann den Brennstoffsammler rangeht auch. Was mir auffällt, um den Brennstoffsammler rum geht immer das ganze Holz. Also ich glaube, der sammelt schon ganze Holzbäume auch. Wo pflanzt denn der Bäume, mein Freund? Schaut mir schon so aus, ob die hier überhaupt Bäume pflanzen, aber... Es sind doch ein bisschen viele wahrscheinlich, die wir benötigen. Arbeitest du auch oder stehst du nur auf... dem Ding draußen?
So, der müsste doch jetzt rein theoretisch auch wieder extrem viel Karotten bringen, oder? Weil das wäre so ein bisschen mein Ziel, hier draußen zwei große Gelände zu... Ich würde es halt gerne wissen, ob das funktioniert, wisst ihr? Und das Einzige, um das wirklich rauszufinden, ist halt große Gelände machen. Außerdem gibt es dann so ein bisschen das Gefühl von außen, ein bisschen lockerer, innen dann wieder dichter. Das ist... Obwohl es ein bisschen heftig vom Unterschied ist. Das ist halt dicht, dann groß und dann raus und dicht und wieder klein und alles drum und dran. Ich will halt damit unbedingt eigentlich schauen, dass ich meine Probleme ein bisschen löse, die ich aktuell habe. Der hat hier auch schon ein paar Felder große. Schau mal, wenn du das anschaust, ist das auch schon ein bisschen was. Und wenn der ein bisschen was uns erzeugt, wie die hier, wäre ich hier ganz happy. Schon wieder? Aber jetzt verrätst du, wer ist das jetzt schon? Wer ist das? Wer ist er hier? Warte, bleib hier. Brennstoff, Holzfällerlage erweitern. Du kriegst denselben Bereich wie der Kollege. Aber wenn ich den Holzfäller wahrscheinlich mal bald raus move aus dem Gebiet. Na, schön, aber die Gebäude stehen schon langsam. Wir haben schon wieder September. Müsstet ihr jetzt nicht... Ah, sie farmen schon. Und es regnet. Wir haben aber auch echt Pech, ne? Jedes Jahr regnet's. Jedes Jahr, wenn wir hier sammeln, regnet's. So, wo fahren sie denn mit... Wo fährst du mit den Ochsen hin? Ah, steht da was da, gut. Da fährt schon der erste Ochse. Das ist die dümmste Fahrweise für einen Ochsen. Entschuldigung, aber was ist denn das jetzt? Das ist sau ineffizient. Was ist das? Vor mir schaut ja auch nur aus, als ob er eine Seite macht. Da sind die zu Fuß effektiver. Pass auf, was die jetzt denn machen. Ah ne, die sammeln erst noch. Ich sagte, wenn meine Freunde hier losmachen mit ihren zu Fuß arbeiten, ist das eine ganz andere Geschichte. So, wir haben 100 Weizen gerade hier auf Lager. So. Die Freunde sammeln noch. Da legen es los. Da legt die erste Partie los. Zwei Felder versus einem Ochsen. Der Ochse macht hier mit. Oh, lass mich raten. Der hat eine bestimmte Richtung, die er mag. Oh, böse. So ist Winter. Wir können zwei wieder freilassen. Und vielleicht mal hier rein tun und hoffen, dass der vielleicht was fängt. Weil ich habe bis jetzt noch nie wirklich was eingelagert gesehen bei den Jagddingen. Und es tut halt echt schon weh, wenn man sich darum eigentlich voll kümmert. Also er ist wesentlich effektiver. Auch wenn es dumm ist, dass er einmal zurückläuft und dann wieder vorläuft, pflügend, wieder zurückläuft, ohne was zu tun, wieder vorläuft, pflügend. Aber schau mal, wie schnell die sind. Natürlich sind viele Menschen gegen einen. Aber trotzdem. Ich hätte immer noch gerne hier zwei Karottenfelder. Allgemeines Lager voll von der Brennholzhütte. Auch schon lange nicht mehr gehört. Eine neue Familie ist zugezogen. Vielleicht muss ich dann doch das Lager ein bisschen wieder mit Arbeitern befüllen. Auch wenn das Lager mittlerweile bummvoll ist. Holy shit. Ah, schau mal, der ist noch nicht mal fertig, hat viel früher angefangen und die sind mit dem Feld schon fertig. Die sehen das jetzt sogar schon. Was soll ich denn dazu sagen? Soll ich da einen Ochsen reinstellen oder nicht? Was ist effektiver? Wisst ihr, was ich meine?
Wer bist du? Du bist doch sicher ein Jäger von mir. Ja, das ist ein Jäger von mir. Hallo, das ist nicht mehr unser Gebiet. Ich verstehe es nicht. Das Problem ist, jetzt werden es gleich wahrscheinlich da loslaufen. Der Ochse läuft nach da drüben. Ja. Und macht das Rest des Feldes nicht. Es tut mir leid, meine Freunde. Lebensmittel. Oh, wir sind echt Lebensmittel gerade. Oh. Sehr, sehr knapp. Aber hat der auch schon mal jemals das hier gemacht? Weil ich habe ihn noch nichts machen sehen. Weil er nur auf dem Fell, auf dem Ding steht. Also es hat wahrscheinlich auch seine positiven Seiten. Wie gesagt, ich will jetzt hier nichts absprechen. Bestimmt ist da was Schlaues auch dabei gedacht. Irgendwo. Aber es ist halt aktuell sehr ineffektiv. Jetzt, er macht wenigstens... Warum geht er mit dem Ochsen jetzt weg? Der Ochse steht jetzt einfach im Feld Flachs. Aber wenn... Oh Gott, die kriegen nichts auf die Reihe. Nichts kriegen die auf die Reihe. Absolut null. Wir verarbeiten hier auf jeden Fall. Wir haben hier immer noch sehr viel Korn auf Lager. Das ist gut. Der Ofen braucht auf jeden Fall noch einen zweiten Mitarbeiter. Ich weiß, dass ich keine Bedürfnisse aktuell erfülle. Irgendwie funktioniert das ja schlecht. Jetzt klauen sie mir Hammer. Zu meiner Verteidigung, ich habe 600 Hammer. Also irgendwas habe ich hier sehr, sehr falsch gemacht. Und ich verstehe halt echt nicht, was mit meinen Jägern los ist. Da ist eine Quelle genau vor mir und sie nutzen es nicht. Irgendwas mache ich doch dann falsch. Oder ist das Spiel gerade damaged? I don't know. I don't know. Ich glaube nicht, dass die Brennholzhütte zum Beispiel hier draußen oder da drin sie auch nichts nutzt. Ich müsste die eher wahrscheinlich nach da platzieren. Und das machen wir jetzt dann auch. Wir bauen eine Brennholzhütte da draußen. Ein Brennholzkarren. Dauerhafter Marktstand, der passives Einkommen in Brennholz sorgt, solange die Region über genügend Regionsvermögen verfügt. Die Region kommt nicht für den Transportgebühren auf, muss die Marktplatz errichtet werden. Okay. Ausländische Lieferanten. Zu steil für Bauprojekt. Zu steil, sagen sie. Macht mein Ofen irgendwann auch nochmal was? Ah, es sind alle auf dem Markt. Dann kann natürlich keiner fahren, ne? Das ist absolut, absolut verständlich. Also schau mal, wir machen den Brennholzstand hier drin, den reißen wir jetzt ab. Dann hätte ich gerne, dass hier einer noch in den... Guck mal, die gehen alle auf den Lebensmittelmarkt. Hä? Achso, nee, da war nur, das bist du hier eigentlich. Die müssten backen wie blöd. Wie viel Mehl wird hier verarbeitet? Immer noch. Hier ist 180 Mehl drin. Leute, was macht ihr? Wow. Da darf einer rein. Ei, ei, ei.
Neue Familie schließt sich an. Das ist schon mal gut. Also die Kirche kann Kilometer entfernt sein, aber... Der Marktplatz scheint nicht genügend Brennstoff im Marktplatz. Also angeblich müsste ich 11 haben. Sollte ausreichen, normalerweise. Ne? So, ich setze mich mal auf. Aber irgendwie... mögen mich die Götter nicht oder sowas. I don't know. So, der Viehposten ist auch leer. Ich werde mal ein Pferd bestellen. Ich habe noch nie ein Pferd bestellt. So, aber Nahrung geht wieder rauf und wir haben Februar. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir noch sehr viel Mehl. Schatzkammer wurde geplündert wieder von unserem König. Wahrscheinlich habe ich Angst, wenn ich jetzt hier anfange und hier die wilden Tiere habe, die dann wieder nicht funktionieren, weil... Freundchen... Oh, er hat Fleisch. Wie viele Jahre ist er gelaufen? Warte mal, der hat aber auch nur... Nee, der hat auch 2 Leute. Aber ich verbiete denen jetzt, dass die hier auf den Marktplatz gehen können. Das soll dann, wenn, dann schon unser Kollege machen. Ey, das ist fies mit den königlichen Steuern, die sich erhöhen. Die haben Garn. Was brauchst du? Hier das falsche Gebäude gebaut. Ich habe eine Weberei gemacht. Habe ich das falsche Gebäude gebaut vorhin? Aus Wolle macht... Ah, okay, der macht das Wollegarn. Und für welches Gebäude ist das jetzt wieder praktisch? Fragezeichen. Wahrscheinlich gibt es ein paar Mäntel. Ah, ne, verbraucht Farbstoff. Natürlich. So, der Frühling ist wieder da. Die Kollegen sollten sammeln wie blöd. Hoffe ich doch mal. Ihr kriegt es bis heute nicht auf die Reihe, auf euch mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Es ist aber wieder doof. Wir haben das, die Felder eigentlich schon fertig gehabt und mittlerweile jetzt muss man von vorne wieder anfangen. Aber hey, was sage ich schon? Hier kommt auch Weizen drauf. Fruchtwechsel. Wieder Weizen. Not again, Alter. Leute. Ich sehe wieder 4 Bataillone. Ich habe keine Geduld für diese Idioten die ganze Zeit. Wenn ich mir jetzt ein Söldnerpaar holen könnte, damit ich nicht dauernd meine eigenen Einheiten, ja die... Ankunft Nusslohe. Es bringt mir nichts. Die kommen von da, bis die hier quer rüber sind, haben sie mein Dorf niederbrannt. Ich muss wieder meine eigenen Einheiten in den Krieg ziehen lassen. Wenn ich hier Bogenschützen platziere und hier sie alle in die Mitte reinlock und dann von der Seite Bogen schießen... Könnte, sollte das ganz gut funktionieren. Wir müssen halt schon wieder das komplette Heer ausheben. Hä? Die Logik. Guck mal. Ressourcen wurden wie Tonnen hinzugefügt auf einmal. So, Leute. Ich will es ja nicht sagen, aber es ist mal wieder soweit. Wir müssen in den Krieg.
Wo ist denn die Bogenschützentruppe? Fürs nächste Mal. Ah, jetzt kommt die Bogenschützentruppe auch zusammen. Wir dürfen mal wieder in den Krieg ziehen. Was ein Wunder. Jede Folge, jede halbe Stunde muss einmal mindestens in den Krieg gegangen werden. Die rücken jetzt durch den Wald. Seid ihr bereit? Weißt du was, wir machen das wieder. So, wir richten es hier wieder ein bisschen aus. Hier hinten, da machen sie ganz gemütlich die Felder, ne? Warum bist denn du so demotiviert? Stellt euch ein bisschen breiter auf. Kommt. Feuer, Leute!
Speere sind doch noch besser. Und wir haben alle aus unserem Gebiet vertrieben. Das ist doch... Holy shit, war das an. Wir haben schon wieder so viele Einheiten verloren. Also die kann ich eigentlich entfernen. Ihr marschiert jetzt mal schön nach Hause. Heidewitzka. Aber ist das, wir lösen euch auf. Ihr könnt so nach Hause marschieren. Ihr habt das echt gut gemacht, Leute. Super Arbeit von euch. Kann man nichts gegen sagen. Die Sammelhütte braucht wieder... Ich weiß gar nicht, warum da wieder so wenig Wehen drin waren. Wo waren denn die schon wieder? So, die Leute... Ah, guck mal, das sind wahrscheinlich unsere halben Bauern. Aber Leute, ich würde sagen, das war auch wieder ein guter Abschluss. Wir haben wieder mal eine Schlacht geschlagen, auch wenn es nicht so schön ist, wie wir es gerne hätten. Aber es ist besser, als es hätte sein können. Wir hoffen natürlich weiterhin, dass es mit unseren Feldern langsam vorangeht, auch wenn wir hier den Ochsenkarren ziehen, der irgendwie nicht sehr effektiv ist. Vielleicht müssen wir da kleinere Felder machen, viele kleine Felder oder sowas. Ich werde vielleicht mal eins abreißen und ein paar neue Felder bauen. Vielleicht funktioniert da was besser. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.